Hallo liebe Zuschauer des offenen Kanals Dessau. Ich darf heute Frau Conny Lüdemann vorstellen, Fraktionsvorsitzende des Bündnis 90 Die Grünen, im Landtag von Sachsen-Anhalt, Fördermitglied im Landesfrauenrat und gebürtige Dessauerin. Genau, hallo. Hallo. Ich bin Tamara Jakobitz, Jugendreferentin der Evangelischen Kirche Anhalt und engagiere mich auch im Netzwerk Gelebte Demokratie. Wie war Ihr Werdegang als Politikerin? Politikerin, da würde ich vorher sagen, es gibt so zwei Werdegänge. Zum einen als Ehrenamtliche und zum anderen dann als hauptamtliche Politikerin. Weil ich finde, jeder Mensch, der wirklich politisch ist, der seine Umwelt beobachtet und sich engagiert, ist in irgendeiner Weise eigentlich Politikerin. Das habe ich ganz, ganz lange gemacht und hauptberuflich in die Politik zu gehen, war eigentlich gar nicht so mein Ziel. Das kam sehr... ja, doch durchaus eher zufällig. Also ich war Mitglied in einer Partei, das muss man dazu sagen. Seit 1992 bin ich Mitglied bei den Grünen. Okay. Und wir haben ja bei den Grünen eine sehr klare Frauenquote. Das heißt, immer mit dem ersten Platz beginnt jeder zweite Platz auf einer Liste für Stadtrat oder Kreistag, Landtag, Bundestag soll mit einer Frau besetzt werden. Weil wir finden, dass Frauen die Umwelt doch anders wahrnehmen und dann auch andere Schlüsse daraus ziehen und dann auch andere Schwerpunkte im politischen Handeln setzen. Und das war 2010, da ging es um die Landtagswahl und da hat mich mein Kreisverband gefragt, ob ich dort nicht kandidieren möchte. Ja, da habe ich dann schon erstmal noch ein bisschen drüber nachgedacht. Das war jetzt nicht so, wie gesagt, in meinem Lebensplan drin. Habe dann aber gedacht, naja, das ist schon auch nochmal eine Chance. Sachen, die man für wichtig erachtet, wo ich in Vereinen, in Verbänden, auch an Konzepten gearbeitet habe, vielleicht ein Stück umsetzen zu können, mal auf der anderen Seite zu sein und das tatsächlich machen zu können. Ja, und das hat dann auch geklappt und seit 2011 bin ich jetzt hauptberuflich im Landtag. Das ist sehr interessant, weil ich habe von Ihnen gehört, dass Sie vorher Bibliotheksfachangestellte waren und dann den Diplom in Pädagogik gemacht haben. Da fand ich das sehr interessant, dass Sie dann tatsächlich für sich entschieden haben, in die Politik zu gehen. Fiel Ihnen das schwer? Also ich finde das von der Reihenfolge her sogar richtig gut. Wie gesagt, ich habe erst einen Beruf gelernt, also einen Facharbeiterabschluss gemacht. Dann habe ich gearbeitet, dann habe ich später erst noch studiert, Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt soziale Arbeit. Und wenn man dann im Landtag oder im Bundestag so bestimmte Themenfelder besetzt und man hat die vorher auch in der Praxis bearbeitet, finde ich ungemein wertvoll. Das heißt jetzt nicht, dass jemand, der so eine klassische Karriere gemacht hat, in der Jugendorganisation sich engagiert hat, sehr jung in die Politik gekommen ist, dass der das nicht gut macht. Aber ich halte es für wirklich nochmal eine zusätzliche, ja doch durchaus auch Qualifikation, wenn man sozusagen auch praktisches Leben erlebt hat. Insofern, ja, es fiel mir schon schwer. Ich habe das auch gerne gemacht. Zu dem Zeitpunkt habe ich in Berlin gearbeitet, bei der Bundesvereinigung Soziokultur. Und auch der Ortswechsel, also Berlin ist natürlich noch mal ein anderes Umfeld als jetzt Magdeburg und Dessau oder so. Aber mein Lebensmittelpunkt war immer Dessau und ich hänge auch an der Stadt. Und das war sozusagen dann noch mal eine zusätzliche Motivation zu sagen, jetzt kannst du auch hier für die Region. Und das kann man wirklich, wenn man hier ist und in Magdeburg dann Politik macht, noch mal für die Region was erreichen. Ob das jetzt zu Anhalt 800 war oder das Luther-Jubiläum, Bauhaus-Jubiläum nächstes Jahr, Begleitung von der Schulsozialarbeit, die in Dessau auch gerade sehr wichtig ist. So ganz auch
große Dinge wie diese Jubiläen, aber so ganz lebenspraktische Sachen oder dass mal ein Handwerker kommt und sagt, hier, das und das Problem habe ich oder die Jugendverkehrswacht sagt, wir brauchen einen Wasseranschluss, weil unser Brunnen versiegt ist. Da kann man wirklich auch tatsächlich eine Menge machen. Mhm. Das ist dann schön. Das ist ganz anders als vorher, aber es ist auch schön. Ja. Hatten Sie irgendwelche Hürden, also sind Ihnen Hürden begegnet in Ihrem Verlauf der Politik, als Sie da eingestiegen sind? Naja, das ist schon in der Politik vielleicht noch mal mehr als in vielen anderen Lebensbereichen. Das sind natürlich Menschen, die sehr extrovertiert sind, die sich gerne reden hören, die gerne im Mittelpunkt stehen, es leichter haben. Mhm. Und wenn vielleicht in manchen anderen Feldern, keine Ahnung, weiß ich nicht, im Krankenhaus oder so, dann schon auch noch geguckt wird, welche Qualifikationen, welche Abschlüsse und wie setze ich mein Personal ein. Es ist in der Politik doch oft so, dass derjenige, der sehr vorne dran ist und auch sehr laut ist, eher gehört wird. Und da habe ich dann auch eine Weile gebraucht und habe da auch durchaus eigene Fortbildungen nochmal gemacht, um zu gucken, wo kann da mein Weg sein, also ohne mich jetzt zu verbiegen, weil dieses Hau drauf ist nicht so mein Ding, aber trotzdem Strategien zu finden, dass die Themen, die ich sehr wichtig finde, und das sind eben auch Frauenthemen und ich komme eben auch aus der Jugendarbeit, war hier, glaube ich, müsste ich jetzt mal überlegen, ich glaube schon 12 Jahre oder so im Jugendhilfeausschuss, okay. So als berufene Bürgerin für die Grünen, also nicht als Stadträtin, sondern so als Bürgerin. Wie kann ich mich aufstellen oder was ist eine gute Strategie, dass ich nicht eine andere werde, aber trotzdem auch das, was mir wichtig ist, platzieren kann. Und das sind für viele, glaube ich, auch insbesondere Frauen Hürden, wo sie dann sagen, ach komm, auch dieses ewige Reden, manchmal in den Sitzungen, ich weiß nicht, das kennen Sie vielleicht auch, ne? So dieses, ach, ich muss mich noch mal melden, aber sie haben doch schon 3 vorher gesagt, naja, aber ich will das jetzt auch noch mal. Und wenn, oder gerade diese Redner, die sagen, naja, ich will mich ja kurz fassen. Und dann reden sie länger als alle anderen und so. Das sind schon manchmal Sachen, die schwer auszuhalten sind. Ja das kenne ich. Okay, also würden Sie eher sagen, dass Sie mehr innere Hürden hatten, weil Sie ja gesagt haben, Sie mussten für sich gucken, dass Sie auch ein bisschen extrovertierter werden als äußere Hürden? Da habe ich sozusagen das Glück, dass ich mich 92 für die Grünen entschieden habe, weil bei den Grünen eben diese Frauenförderung und die Frauenquote, dieses wirklich sehr konsequente, also nicht nur, wie es in anderen Parteien ist, naja, wenn sich dann keine Frau mehr findet, dann machen wir eben das doch mit Männern, sondern bei uns ist es eben so, wenn sich, keine Ahnung, auf Platz 7 keine Frau mehr finden würde, wäre eben Schluss, dann könnte da kein Mann hin. Und das motiviert natürlich auch die Männer, mit Frauen noch mal anders umzugehen. Es gibt trotzdem auch immer mal wieder so Situationen, dass man in die gleichen Muster sozusagen verfällt, was man jahrzehntelang trainiert hat an der Stelle. Ist ja nicht auf einmal weg, aber deswegen bin ich auch so ein Fan davon, dass man klare Strukturen braucht, wenn man wirklich sagt, man will und nicht unbedingt nur Frauen, sondern so sozusagen Diversity herstellen. Mhm. Weil es ist eben auch für einen migrantischen Mann schwerer, sich in unserer Gesellschaft, die eben von Männern, älteren Männern in grauen Anzügen dominiert wird, durchzusetzen oder für Frauen. Mhm. Und ich habe eben auch erlebt, dass es wichtig ist, solche klaren Rahmenbedingungen zu haben. Deswegen habe ich dort üben können und das fiel mir vielleicht ein bisschen einfacher, dann in dieser hauptberuflichen Politik durchzustarten, als jetzt eine Frau, die aus einer anderen Partei kommt. Aber innere Hürden auf jeden Fall. Okay, finde ich ganz interessant, dass da wirklich die inneren Hürden einfach größere waren als die äußeren Hürden. Ganz oft die größeren. Ja. Auch diese Vorstellung, dass wir ja vielleicht als Frauen weniger lernen als Jungen, was wir alles werden könnten. Deswegen ist auch diese Diskussion, finde ich, immer so spannend. Naja, müssen wir denn jetzt immer sagen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen und so. Aber ich finde, bei vielen ist es halt nicht im Kopf, dass sie auch Dachdeckerin werden könnten, weil man eben immer nur Männer da oben sieht und das auch so beschreibt. Und das hat auch bei mir eine Weile gedauert, da erst drüber nachzudenken, was Sprache und die Formulierung von Sprachbildern auch wirklich so in Menschen macht
und dass man dadurch sich selber auch so ein Stück einschränkt. Ne? Mhm. Also sag mal, dass eine Frau Bundeskanzlerin werden kann, ist ja bei uns jetzt zum Beispiel überhaupt kein Thema mehr, ne? Weil wir vergessen ja eher andersrum, ne? Dass manche Jungs dann sagen, Bundeskanzler kann ich ja nicht werden oder Bundeskanzlerin kann ich ja nicht werden. Das ist dann eher so ein Beispiel, dass so eine Sprache und so Vorbilder auch so wichtig sind. Erst letztens habe ich mich gewundert, dass eine Frau auf dem Bau gearbeitet hat. Weil das ist für mich auch in meinem Kopf, ist das einfach ein Männerberuf und kein Frauenberuf. Das muss es heutzutage gar nicht mehr sein, weil wir haben ja so das Glück, es ist ja nicht mehr wie vor 40 Jahren, dass man da schwere Steinplatten mit Hand heben muss oder so. Ne? Die Technik macht so viel. Ja. Das können Frauen auch fast alles. Hm. Ich war jetzt in der Landwirtschaft ganz viel unterwegs, durch die Dürre. Da sind viele tolle Frauen, die da mega was wegtragen. Ja. Im echten Sinne. Ja, aber wenn wir schon beim Thema Frauen sind, dann ist ja immer ganz groß die Kindererziehung. Ich habe gehört, Sie haben auch einen erwachsenen Sohn. Wie war das? Mittlerweile, ja. Ja, mittlerweile. Wie war das aber damals bei Ihnen? Konnten Sie da die Kindererziehung und die politische Arbeit gut miteinander verbinden oder gab es da Schwierigkeiten eher? Also der ist jetzt schon 30, also das ist schon eine ganze Weile her. Das war dann die Zeit, wo ich gearbeitet habe und noch ehrenamtlich unterwegs war. Zum Beispiel das erste Frauenhaus in Sachsen-Anhalt hier in Dessau mitgegründet und war da so an vielen Stellen unterwegs. Aber das sind ja auch Sachen, die dann oftmals abends stattfinden oder wo man irgendwie noch mal irgendwo hin muss oder sich in Runden begibt, wo es jetzt für Kinder wirklich nicht schön ist, da dabei zu sein. Und da braucht man schon, und das gilt dann aber, glaube ich, letztendlich auch für viele engagierte junge Väter heutzutage, ein Umfeld, was das mitträgt. Im Idealfall natürlich eine Familie, auf die man zurückgreifen kann. Heute entwickelt sich da ja auch viel. Ne? Ich habe gelesen, dass jetzt hier in Dessau die Kita auch so die sogenannte Randzeitenbetreuung ausbauen will. Ne? Und das ist, glaube ich, nicht nur, sollte jedenfalls so sein, ich hoffe, dass das die Platzkapazität hergibt, für Menschen, die beruflich arbeiten, sondern auch für Menschen, die sich engagieren wollen. Ne? Also auch im Stadtrat oder so, das sind ja alles Sachen, die dann logisch nach Feierabend stattfinden. Ja. Wenn man da sagt, okay, ich bin vielleicht alleinerziehend oder ja, mein Mann, meine Frau will sich auch engagieren oder will auch mal zum Sport gehen, muss man ja da auch gucken, wie man das organisiert bekommt. Und ich glaube, das wäre noch mal wichtig, dass wir auch als Gesellschaft da noch mehr investieren. Denn nicht jeder kann sich auch leisten, das privat zu organisieren. Und auf der anderen Seite, wenn wir wollen, dass Menschen sich auch gesellschaftlich einbringen, sollten wir das als Gesellschaft eben auch so unterstützen. Ich hatte damals einen Mann, der das auch mit unterstützt hat, sodass wir uns da immer ganz gut reingeteilt haben. Aber natürlich ist es mit Kind oder mit Kindern so, dass man durchaus auch eingeschränkter ist, ne? Weil man eben nicht so flexibel ist, wenn jetzt Termine verlegt werden oder das vielleicht in einem anderen Ort, in einer anderen Routine stattfindet, als es üblich ist, dann doch mal länger dauert und man hat vielleicht einen Babysitter bis dann und dann gebucht oder so Sachen. Das sind lösbare, aber das sind schon auch Hürden. Für mich zum Beispiel, ich habe auch viele mal den Nachmittag in den Abend rein und für mich war von Anfang an klar, dass ich das nicht für immer machen möchte. Aufgrund der Kinder, die irgendwann in Zukunft kommen und ihren Nachmittag ja doch eher Zeit für die Kinder haben, glauben Sie, das ist ein Grund, warum viele vielleicht sagen, okay, das mache ich jetzt nicht? Also wenn man sich anguckt, die Teilzeitquote zum Beispiel, die ist ja bei Frauen deutlich höher. Weil tatsächlich eben solche praktischen Fragen, ne? Also was will ich auch meinem Kind zumuten? Und das finde ich eben toll, dass viele das auch sehen. Was will ich auch mit meinem Kind an Zeit haben? Ne? Das ist ein hoher Wert für mich. Und das ist ja nicht nachholbar. Ne? Ja. Also wenn du da irgendwie die ersten Lebensjahre nicht gut begleitet hast, das kannst du sowohl für das Kind als auch für dich nicht nachholen. Und also was ich schade finde, dass es weniger Männer sind, die dann auch sagen, ich gehe in Teilzeit und wenn es auch nur eine kurze Zeit ist. Aber ich denke, dass das ein wesentlicher Grund ist, warum junge Familien sich dann dafür entscheiden. Und vielen, was eigentlich ja toll ist, ne? Vielen ist dann auch die finanzielle Einbuße sozusagen nicht so wichtig, wie dass sie sagen, dann kriegen wir das alles zusammen besser organisiert.
Und ich glaube, da, also wie gesagt, also da sollte eigentlich auch die Gesellschaft noch mehr tun. Ne? Auf der anderen Seite sagen wir ja immer, oh, wir haben in Deutschland die Geburtenrate, die nicht so hoch ist. Wir wollten eigentlich mehr Kinder haben. Aber ich glaube, da muss man noch sehr viel mehr tun. Wenn ich da so nach Frankreich gucke, zum Beispiel, oder nach Skandinavien, die in öffentlichen Einrichtungen Möglichkeiten haben, Kinder unterzubringen, also so Kinderhorte sozusagen, genau, in Rathäusern etc., in größeren Betrieben und, ne, wo man auch, also ich habe, glaube ich, in Norwegen war das, hatten wir als Parlamentarier so eine Austauschreise und dann mussten die Termine immer alle vormittags gelegt werden mit dem Botschafter, weil der war in Elternzeit. Ach. Das wäre in Deutschland irgendwie undenkbar, ja, ne? Also so als Führungskraft, ja, in Teilzeit. Ja. Und das ist, glaube ich, was eine äußere Hürde ist. Das geht in der Politik eigentlich auch nicht, ne? Also entweder du bist da oder du bist nicht da. Wo wir auch Frauen, die das machen wollen, ermuntern müssen und, glaube ich, auch viel dann im Umfeld auch die mit stützen müssen. Ne? Nicht, dass das dann irgendwie so, das passiert ja schnell so wie, naja, wenn du dann ein Kind hast, musst du trotzdem organisieren, musst du trotzdem gucken, wie du das hier hinkriegst. Ja. Nee, wo dann auch andere sagen müssen, nee, sie hat jetzt das Kind und das ist auch letztendlich ja für uns alle von Wert, dann müssen wir auch mal gucken, wie wir da jetzt ein bisschen drauf eingehen, wie man vielleicht eine Sitzungszeit mal verlegt, wie man bei der Wahl des Ortes hilft, wie man auch das unterstützt, dass vielleicht gibt es ja noch mehrere Kollegen, die das unter großen Mühen machen, dass man eine Kinderfrau dort vor Ort organisiert, ja, im Ehrenamt oder im Hauptamt. Da kann man, glaube ich, irgendwie auch noch in der Gemeinsamkeit mehr machen und ich fände es irgendwie auch schön, wenn sich da junge Leute auch offensiver, was sie zunehmend tun, nehme ich wahr, aber offensiver dazu bekennen. Früher war das ja eher immer so, das ist meine Sache und ich muss mich kümmern und die dürfen das am besten hier überhaupt nicht merken, dass das ein Problem ist. Nee, warum eigentlich? Das ist ja nicht an sich ein Problem, sondern es ist ja was zunehmend mehr Menschen trifft. Jetzt haben wir so die Situation, dass viele auch pflegebedürftige Eltern haben oder Großeltern etc. Das sind die gleichen Probleme. Ne? Ja. Und wenn man da offen drüber spricht, ist es ja nicht selbstverschuldet oder irgendwas, was man böswillig tut, um den Arbeitsprozess zu stören. Aber das ist ja auch was wichtig ist, um weiterhin gute Arbeit abliefern zu können. Also so ein bisschen mehr Offenheit würde da, glaube ich, Deutschland ganz gut tun. Musst du irgendwie gerade dran denken, das hatten wir erst letztens im Gespräch, dass man, wenn man Eltern ist, nur 10 Tage im ganzen Jahr freigestellt wird, wenn das Kind krank ist. Dann weiß man aber, dass kein Kind 10 Tage nur im Jahr krank ist. Das ist sehr unterschiedlich, ja, ne? Ja. Aber also wenn ich das bei Freunden und Bekannten oder so sehe, da sind die Kinder nicht nur 10 Tage im Jahr krank. Da hatten wir auch drüber geredet, warum das eigentlich nur so ist. Ich meine, klar, man hat immer noch die Chance, sich irgendwie auch mit krank schreiben zu lassen. Na, ich weiß, dass es zum Beispiel im Umweltbundesamt gibt es einen Raum, weil es gibt ja so Krankheiten, wo Kinder nicht im Bett liegen müssen oder so, ne? Wo die aber jetzt nicht den, was ja auch irgendwie in gewisser Weise ein bisschen Stress ist, wenn man sich nicht so fühlt, ne? Mit anderen Kindern oder irgendwas, wo die dann sein können, wenn die ein bisschen größer sind, aber die Eltern sozusagen die Möglichkeit haben, jederzeit hinzugehen oder dass man die auch mal mit auf Arbeit bringt, ne? Also, oder Homeoffice, ne? Also ich meine, das ist mit den heutigen digitalen Möglichkeiten, finde ich, das ist irgendwie diese Anwesenheitspflicht auf Arbeit. Ja klar, wenn man jetzt so wie Sie mit Menschen oder im Unterricht oder so, dann geht das nicht, ne? Da muss man gucken, wie man das so organisiert. Aber andere Sachen, gibt es ja auch viel, was man auch von zu Hause machen kann, ne? Wo man weiß, okay, ich kann mich jetzt hier um mein Kind kümmern und das geht. Also wir machen das bei uns in der Fraktion zum Beispiel so, ne? Also die haben alle einen Laptop, den können die auch mit nach Hause nehmen. Man kann Telefone umschalten. Also da sind ganz viele, die sagen, das Kind schläft und ich kann immer gucken und kann das machen und das machen. Und wann ich hier meine Mails oder meine Vorbereitung oder was weiß ich mache, ne? Also das sind alles Sachen, das ist eigentlich, also da müssen wir wirklich irgendwie ins 21. Jahrhundert, glaube ich, kommen. Ja. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich Jugendmitarbeiterin bin. Die nächste Frage zielt auch darauf ab. Was denken Sie, wie kann man die Parität in der Jugendarbeit fördern? Ich weiß, es ist eine schwierige Frage. Ja, naja, in der Politik hat man ja so bestimmte Stellschrauben, wie zum Beispiel diese Listen, was ich vorhin erzählt habe. Es gibt jetzt auch die Diskussion in vielen Bundesländern, dass man zum Beispiel für die Direktwahlkreise, wo halt immer nur einer gewählt wird, die
Wahlbezirke größer machen könnte, dafür dann zwei. Und das müssen dann ein Mann und eine Frau sein. Okay. In der Jugendarbeit ist es natürlich bei den hauptamtlichen Personen irgendwie schwierig. Oft ist es ja so, dass sie froh sind, wenn sie überhaupt eine hauptamtliche Stelle haben. Aber ich glaube, was da die große Chance ist, dass man in den Dingen, wie man an Jugendarbeit herangeht, wie man mit den Jugendlichen, mit den jungen Menschen arbeitet, auch immer so diesen Blick hat, ne? Melden sich jetzt Mädchen genug zu Wort, wenn man jetzt eine Freizeit hat, so diese klassischen Sachen, ne? Also wer sagt freiwillig, ach, ich kümmere mich ums Essen, und wer kümmert sich ums Freizeitprogramm oder so. Also dass man da versucht, so Klischees auch ein Stück weit im Blick zu haben und aufzubrechen. Ja. Also ich glaube, an vielen Stellen ist es so eine Bewusstmachen, ne? Dass auch den Jugendlichen oft nicht auffällt, was sie da eigentlich machen oder nicht machen. Und wenn man dann mal so in Gruppen darüber spricht, dann ist es oft so, ja, stimmt, eigentlich könnte man auch mal andersrum machen oder so. Das ist, glaube ich, wichtig, weil das setzt sich ja dann eben auch später, wenn die dann Eltern werden oder auch im Berufsleben, ne? Dass dann so ein gewisses Selbstbewusstsein fehlt oder trainiert wurde oder so fort. Das ist vielleicht so dieses Empowern, so, was man in der Jugendarbeit machen könnte, um dann am Ende zu mehr Parität zu kommen. Ich mache jährlich ein Projekt, das nennt sich Religionsphilosophische Projektwoche. Okay. Und ich habe den Part mit den Schülern, die ich habe, zu kochen. Mhm. Also Essen aus muslimischen Regionen, jüdischen Gerichten und solche Sachen. Und ihnen auch die Religion näher zu bringen. Und da musste ich gerade so lachen, die Jungs motivieren, mitzukochen. Also die hatten irgendwie das Gefühl, die Frauen stehen jetzt da und die bekochen sie mit so. Ja, ja, ja. Wo ich dann, und dann auch gemerkt habe, wie schneide ich denn jetzt die Zwiebel? Ich weiß, sie gesagt habe, macht das Mutti immer nur zu Hause bei dir? Haben sie noch nie gemacht, ja. Ja, ich habe noch nie eine Zwiebel geschnitten. Also da musste ich denen wirklich, das sind 9. Klasse, den Jungs zeigen, wie man Zwiebeln schneidet. Also da war ich auch immer teilweise sehr verwundert, dass die Mädchen das können und die Jungen irgendwie nicht so, als wäre es selbstverständlich, sie müssen es nicht. Wahrscheinlich ist das auch so, dass sich ganz viel einfach so von Generation zu Generation fortsetzt. Ne? Also so, weil die Mütter selber zu Hause wahrscheinlich eher zum Kochen animiert wurden, als wenn es einen Bruder gab, einen Bruder oder der Vater oder so. Dass viele das auch unbewusst, so bewusst, unbewusst, bei ihren eigenen Kindern dann so fortsetzen. Ja, ja, was komisch ist, also ich habe tatsächlich auch im Studium festgestellt, dass die männlichen Kommilitonen tatsächlich viel nicht kochen konnten. Also sie konnten sich selbst nicht bekochen. Und es ist ja nicht so wie damals, dass man gleich in eine Ehe reingeht und sagt, stimmt, die Frau kocht. Ja? Also viele sind dann erstmal noch alleine. Und da ist teilweise wirklich aufgefallen, die Jungs können sich, also die ernähren sich von Pizza, Fastfood, Nudeln und so. Mm. Und die Mädels haben immer irgendwelche ausgefallenen Gerichte gemacht. Also da ist mir das sehr, oder auch einfach nur eine Waschmaschine. Also im Kommilitonen mussten wir erklären, wie eine Waschmaschine angeht. Und da ist dann halt, und das merke ich halt auch in der Jugendarbeit. Naja, aber dann hat man ja Möglichkeiten sozusagen zu versuchen, auf solche Klischees aufmerksam zu machen. Bei uns ist das so, ich bin die einzige Jugendmitarbeiterin, also mit diesem Titel. Und die anderen sind alle Männer. Okay. Und wenn wir irgendwas vorbereiten, höre ich auch immer, naja, das können dann die Jungs machen, also wenn es irgendwas Schweres ist oder irgendwie, wo ich dann auch mal sage, warum nicht die Mädchen? Also ihr könnt ja da auch jemanden einen kleinen dünnen Jungen stehen haben und das eine große, stimmt, kräftigere Frau, die kann dann besser anpacken als er, und dann müssen sie auch mal lachen und so. Und ja, ist okay, die Mädchen können es auch machen. Und ich weiß nicht, ob da eher das Problem ist, so, dass dieser Job von Männern durchgeführt sind, die dann auch sagen, das müssen die Männer machen, das müssen die Frauen machen. Naja, klar, man geht natürlich, also die meisten Menschen gehen ja in vielem, was sie tun, erstmal von sich aus. Ne? Inzwischen gibt es ja auch in Kirche solche Debatten und auch Workshops, glaube ich, wo man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Ne? Welche Rollen haben Männer heutzutage, welche Rollen haben Frauen heutzutage? Aber klar, da muss man auch mit denen erstmal so arbeiten. Ne? Ich glaube, das ist heute aber auch immer noch so ein, naja, bisschen schwierig, glaube ich. Also, dass man da so festgefahren ist, trotz Rechte der Frauen, dass sie auch dürfen. Man kann ab einem bestimmten Punkt also so auch erstmal nur bei sich anfangen. Ne? Und wenn man dann entscheidet, das ist für mich jetzt wichtig, dass man selber versucht, sein Leben da so neu zu gestalten, das an seine Kinder weiterzugeben und einfach auch ein Beispiel zu sein. Ja,
Ja, das stimmt. Aber wenn Sie sagen, Sie haben da auch mit den Kollegen schon sozusagen, dann ist doch das ein... Ja. Nur so kann es gehen. Ja. Ich weiß auch nicht, warum nur Männer, also fast nur Männer in diesem Jugendbereich arbeiten. Ich weiß nicht, vielleicht sind Jugendliche nicht ganz so süß für Frauen. Ich weiß es nicht, aber das ist tatsächlich so, was mir aufgefallen ist. Ja, ja, stimmt. Das ist natürlich einfacher, wenn man auch mehr gemischte Teams hat und so. Ne? Was tatsächlich komisch ist, weil für Fahrten braucht man immer einen männlichen und einen weiblichen Part. Ja, ja, ja. Also da bin ich dann meistens auch so, dass ich der Weibliche... Sind viel unterwegs? Ja. Wenn dann Fahrer mit dran ist, dann ist das wieder ausgewogen, weil Fahrerinnen gibt es dann doch. Ja. Fast in Dessau, glaube ich, fast mehr als Männer. Wenn wir schon bei der Parität sind, gehen wir nochmal in die Parität in der Politik. Mhm. Was denken Sie, wie sie erreicht wird? Also gibt es da eine gute Quote für das gute Mittel, so ein Mittelding? Also ich sehe im Moment ehrlich gesagt keinen anderen Weg, als dass man tatsächlich so eine verbindliche Quote einführen würde. Mhm. Also da guckt man immer gerne nach Frankreich, ne, die das gemacht haben. Weil es auch in der Wirtschaft und so, ne? Also da gab es Gesetze mit letztendlich Appellen, mit Absichtserklärung. Und am Ende ist nicht so viel passiert. Also ich glaube, diese, was wir eben ja alles diskutiert haben, diese Beharrungsvermögen und dass jemand, der als Mann Chef ist, dann auch gerne eben jemand wieder nachzieht und entwickelt und fördert, der so ähnlich ist wie er selber, aber eben nicht unbedingt die junge Frau, die vielleicht ein bisschen anders ist. Also da gibt es inzwischen Doktorarbeiten drüber und alles, ne? Also das wissen wir alles. Und ich denke mittlerweile wirklich, man kommt nicht anders weiter. Was in der Politik, wenn Sie das jetzt so konkret ansprechen, eher das Problem ist, dadurch, dass im Moment ja konservative Parteien eher auf dem Vormarsch sind, hat sich das Verhältnis da eigentlich eher runtergeregelt. Also wir haben im jetzigen Landtag bei uns und im jetzigen Bundestag so wenig Frauen wie noch nie. Ne? Okay. Also im Landtag sind es 22% jetzt von, also 22% Frauen, der Rest Männer. Okay. Das ist wirklich arg wenig. Das repräsentiert unsere Bevölkerung überhaupt nicht. Ne? Und das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass zum Beispiel bei der größten Fraktion, die ja ein Viertel der Parlamentarier stellt, nur 2 Frauen sind. Und das sagt, glaube ich, viel über unsere Gesellschaft aus. Und das hätte ich auch nicht vor 20 Jahren gedacht, dass man das mal sagen muss. Aber ich glaube, heute ist es an manchen Stellen tatsächlich so, dass Frauen auch aufpassen sollten, dass das, was sozusagen ihre Mütter oder Großmütter erkämpft haben, dass das nicht wieder... Aber das hat eben auch ein bisschen was mit Eigeninitiative zu tun. Ja. Aber um in der Politik tatsächlich was zu ändern, glaube ich, braucht es verbindliche Strukturen. Also das wird nicht von selbst passieren. Ja, schon irgendwie, nicht gerade traurig, aber dass man halt Gesetze dafür entwickeln eigentlich muss, dass eine bestimmte Quote an Frauen mit drin ist. Dabei, es gibt ja genug Frauen, es gibt ja genauso viele Frauen wie Männer, aber das gebe ich Ihnen recht. Ja, und wie Sie es dann sagen, die eigene Initiative, ja, ich glaube, dass Frauen auch viel... zurückstecken manchmal. Ja. Aber auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, wenn wir jetzt hier das Motto 100 Jahre Frauenwahlrecht haben, wie viele Jahrhunderte sozusagen Frauen im öffentlichen Leben überhaupt keine Rolle gespielt haben, in allen Bereichen. Ja. Ob das, keine Ahnung, bei der Verwaltung von Gütern oder Klöstern oder in der Kirche oder im Staatswesen und. Und was in den letzten 100 Jahren allein eigentlich passiert ist, ne? Also Frauen, die DAX-Unternehmen führen, die ganze Länder führen, Bischöfinnen und, ne? Also das darf man auch nicht vergessen, dass das ja wirklich so eine grundlegende menschliche Einstellung ist, die über Jahrhunderte quasi eingeübt ist. Also da ist schon auch viel geschafft worden. Ja, ne? Das kann man bei 100 Jahre Frauenwahlrecht ja dann auch mal so ein Stück weit feiern. Ja, wenn wir auch schon darüber reden, wie man mehr Frauen motivieren kann. Also bei mir ist das so, ich habe ja gesagt, mein eigenes Engagement ist im Netzwerk, gelebte Demokratie. Ich bin auch im Jugendausschuss. Das sind alles für mich so, ich sag mal, so ein kleines Feld. Wow. Also ich gucke immer, was ist in meiner Umgebung und gucke nicht so ein bisschen über den Tellerrand, also was ist groß. Wüssten Sie irgendwie, was würden Sie empfehlen, dass da weiblicher Nachwuchs kommt und auch ein bisschen weitläufiger vielleicht politisch denkt?
Also zunächst mal finde ich nicht, dass das unbedingt klein ist, ne? Also wenn man sich jetzt hier im Jugendhilfeausschuss für die ganze Stadt engagiert, das ist schon eine ganze Menge. Naja, wahrscheinlich ein bisschen strategischer rangehen, ne? Das machen, glaube ich, Männer mehr, dass man auch mal guckt, ne? Da ist eine Frau, Mensch, die macht das hier richtig gut, die könnte jetzt in die nächste Stufe gehen, ne? Die könnte vielleicht in Stadtrat gehen, wenn man jetzt hier in dem kleineren Ausschuss gute Arbeit gemacht hat, dann in den nächsten Ausschuss gehen, wo ja dann oft das, was man in der Fachlichkeit, so kenne ich das jedenfalls aus der Zeit damals, und ich meine, das hat sich jetzt, wenn ich das beobachte, auch nicht so viel verändert. Manchmal hat man ja was Gutes miteinander erarbeitet, die nächste Stufe revidiert das wieder oder so, dass man einfach Frauen auch ermutigt sozusagen, man muss das ja nicht immer so Karriere oder was weiß ich nennen, aber es hat ja auch was damit zu tun, dass man das, was einem wichtig ist, sozusagen so weit wie möglich begleitet, damit es auch da tatsächlich dazu kommt. Also ich versuche das schon auch über Mentoring-Programme zum Beispiel auch jungen Frauen zu zeigen, wie kann das gehen, was würde auf dich zukommen. Oft ist es so, dass Frauen eher davor zurückschrecken, den nächsten Schritt zu gehen, weil sie sich so viele Fragen stellen. Ne? Ja. Kann ich das? Schaffe ich das? Wie wird das gehen? Ach, das ist ja so viel. Und irgendwann kommt eine Familie und das und das und das. Und dass ich sage, nee, mach doch mal immer einen Schritt nach dem nächsten. Und es gibt eigentlich auch für alles, was dann vielleicht als Hürde scheinbar sich aufbaut, meistens eine Lösung. Und dieses Stärken. Das fände ich wichtig. Haben Sie, dass da der männliche Nachwuchs größer gestärkt wird? Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, so richtig ist es manchmal ja auch schleier, woher das kommt, aber dass die sich weniger solche Fragen stellen, sondern eher sagen, oh, das probiere ich jetzt mal aus, wird schon irgendwie gehen so. Und dass eben Männer auch vielleicht offensiver angesprochen werden. Also wenn ich mir so andere, so bei der CDU gab es jetzt gerade einige Generationenwechsel, das sind alles junge Männer. So. Also jetzt nicht im Einzelfall, ob die tatsächlich immer selber drauf gekommen sind oder angesprochen wurden, aber ich glaube, das ist so eine Mischung aus beidem. Ja, das stimmt. Und da müsste man eben selber, und deswegen wieder diese Verpflichtung, ne, dass man eher auch Männer motiviert, guck doch mal nach den jungen Frauen, die sind da, die können ganz viel, die brauchen manchmal nur so einen Stups. Ja, das stimmt. Also aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass ich mir immer mehr Gedanken mache als mein Partner zum Beispiel. Ja, der geht einfach locker flockig dran und ich denke mir immer, oh, wir müssen das, das und das noch genau beachten. Ja, das kenne ich ja. Wahrscheinlich ist das wirklich so. Zur letzten Frage geht dann um 100 Jahre Frauenwahlrecht. Was feiern Sie, wenn Sie diese 100 Jahre Frauenwahlrecht feiern? Ja, im Prinzip das, was ich vorhin schon mal so eingeflochten habe, dass schon so viel erreicht wurde. Also wenn ich einfach mir angucke, was die Situation der Frauen war, die damals auch auf die Straße gegangen sind und Demos gemacht haben, oder in England dann sogar die Suffragetten oder was weiß ich, die da so ein bisschen offensiver waren. Ja. Es hat sich ja seitdem total viel getan. Also die hätten sich wahrscheinlich nie vorstellen können, dass eine Frau mal so ein großes Land wie Deutschland leiten kann oder all die anderen Beispiele, die ich vorhin aufgezählt habe. Ne? Also dass Frauen wirklich viel geschafft haben und dass man das auch ein Stück weit sichtbar machen sollte. Dankeschön, dass Sie da waren. Ich habe für mich jetzt auch mal ein bisschen noch meine Augen weiter öffnen können. Es war sehr nett für mich. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüss.